1:4 Aussicht des FC Luzern endet dieses Testspiel hier in der Swisspro Arena. Und wir haben eine erste Stimme vom BVB, die Nummer 44, Kevin Campbell. Ja, Kevin, wie war es heute hier in der Schweiz? Ja, also mir persönlich gefällt die Schweiz sehr gut. Haben ein gutes Trainingslager hier. Das Testspiel war sehr gut für uns, um die Sachen, die wir im Training machen, ja, hier auch einzusetzen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Natürlich gibt es immer noch viele Sachen zu verbessern. Aber wir haben das Spiel klar gewonnen und hätten das eine oder andere Situation noch besser ausspielen können. Aber ja, wir sind mitten in der Vorbereitung und müssen jeden Test dann auch nutzen. Ja, das überrascht doch ein bisschen. Luzern ist in der Meisterschaft, ihr seid noch in der Vorbereitung. Trotzdem, klare Sache. Ja gut, das muss auch unser Anspruch sein, die Spiele zu gewinnen, auch wenn Luzern schon in der Saison ist. Wir sind jetzt mitten in der Vorbereitung, haben jetzt nur noch eine Woche knapp bis zu unserem ersten Pflichtspiel in der Europa League Quali und deswegen müssen wir jeden Test nutzen, jedes Training nutzen, um wirklich nächste Woche ja, dann in Topform zu sein. Also Europa League Quali, dann gibt es noch die Playoffs, vielleicht sieht man euch dann international in dieser Saison und dann Gladbach, Saisonauftakt auch schon bald. Was habt ihr euch da vorgenommen für die neue Saison? Ja, auf jeden Fall sehr viel. Wir spielen bei Borussia Dortmund, ist einer der besten Vereine in Deutschland. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir unseren super Fußball spielen. Und ja, wir müssen erstmal sehen, dass wir nächste Woche eine Top-Leistung auf den Platz bringen. Unser Ziel ist natürlich die Gruppenphase in der Europa League und danach erst Gladbach in den Kopf setzen. Davor kommt auch noch Chemnitz, das Pokalspiel, das wird auch sehr schwer. Und deswegen ja, müssen wir jetzt jeden Tag nutzen, um hart an uns zu arbeiten und dann ja, in Topform zu kommen. Jetzt habt ihr einen neuen Trainer, Thomas Tuchel. Man hat gelesen, der macht ein bisschen Tiki-Taka, so wie früher bei Barcelona. Merkt ihr das auch im Spiel? Nein, also Tiki-Taka eigentlich überhaupt nicht. Wir versuchen eigentlich ja, unsere Stärken ja, wieder besser auf den Platz zu bekommen. Das liegt ganz klar auch im Gegenpressing, um schnelle Balleroberungen zu haben und dann schnell vors Tor zu kommen beim Gegner. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Natürlich, wie gesagt, gibt es noch viele Sachen, die wir verbessern müssen. Aber es macht Spaß unter dem neuen Trainer und ja, bringt auf jeden Fall frischen Wind rein. Okay, danke Kevin Campbell. Viel Spaß noch in der Schweiz. Und ich sehe gerade, Mainz, der neue Goalie von Borussia Dortmund bei uns. Er, der ja das letzte Jahr bei den Grasshoppers gespielt hat, der Roman Bürki. Und jetzt machen wir, glaube ich, das Interview auf Hochdeutsch, damit auch unsere deutschen Kollegen hier das Interview verstehen. Also, ja, Roman, wir sind schon ein bisschen enttäuscht, dass du heute nicht hier auf dem Platz gestanden bist. Wie war es für dich heute in der Schweiz? Ja, ich wollte unbedingt dabei sein. Ich wollte sehen, ja, wie wir spielen, wie Luzern spielt. Ich habe oft hier gespielt und es war schön, wieder hier zu sein. Und warum hat dich der Trainer heute nicht aufgestellt, wenigstens eine Halbzeit lang? Ich habe im letzten Spiel 90 Minuten gespielt und da wir jetzt die Torhüter jetzt 90 Minuten die Spiele machen, dann war ich heute Weidenfeller dran. Ja, jetzt ist noch die große Frage, wer wird denn die neue Nummer 1 oder wer ist sie denn in der neuen Saison? Also ein Roman ganz sicher? Ein Roman wird im Tor stehen, ja. Und was unternimmst du, dass du im Tor stehst gegen Gladbach im ersten Spiel? Ich gebe Tag für Tag alles im Training, in den Spielen, wenn ich zum Zug komme, werde ich auch alles geben. Mehr kann ich nicht machen. Also du warst der drittbeste Torhüter der Bundesliga, da müsstest du eigentlich vor Roman sein in der letzten Saison. Ja, über letzte Saison ist schwierig was zu sagen. Für mir persönlich lief es eigentlich ganz gut, aber leider bin ich abgestiegen und bekomme hier eine neue Chance. Okay, jetzt noch das Wort auf Schweizerdeutsch zum FC Luzern heute. Schwierige Sache für den FCL da. Ja, sie sind sicher schon in der Meisterschaft gestartet, sie haben ja viel Wechsel gemacht, also von dem her, das Resultat sieht eigentlich nicht gross aus. Ich habe das Spiel gesehen gegen Sion, wo sie noch Schlusssport gemacht haben und noch aufgeholt. Die Mannschaft lebt, zeigt Moral und wird sicher gut abschneiden. Also, danke Roman, jetzt hat sicher kein Deutscher was verstanden, das war ein schönes Berndeutsch. Also, danke Roman Bürki und viel Erfolg mit dem BVB. Danke, danke. Jetzt mitmachen und tippen. Gewinn beim FCL-Tippspiel, powered by Leuchter IT Solutions. Tolle Preise rund um den FC Luzern und den Fußball. Alles dazu auf fcl.ch.